Das Lenovo Yoga Slim 7 Pro X ist ein Windows 11 Notebook mit ordentlicher Leistung und gutem Display. Es ist zwar kein Schnäppchen, aber deutlich günstiger als vergleichbare Alternativen von Apple oder Microsoft. Computerbild hat das Gerät getestet und verrät, was es gut macht und wo noch Potenzial schlummert. Starten wir mit einer Wucht. Die 8-Kern-CPU aus AMDs aktueller Rembrandt-Generation besitzt ein sehr hohes Arbeitstempo. Im Leerlauf noch bei 3,2 GHz taktet ein einzelner Kern im Turbo-Modus auf maximal 4,7 GHz. Office-Programme sind ein Kinderspiel, aber auch Foto- und Videobearbeitungen sind ruckzuck erledigt. 16 GB DDR5 Arbeitsspeicher helfen bei der Auslagerung von Berechnungen. Der RAM lässt sich leider nicht aufrüsten, da er fest verlötet ist. Zocken klappt auf dem Lenovo verhältnismäßig gut. Neuere Titel ruckeln bei hohen Grafikeinstellungen mit 30 FPS über das Display. Wer die Effektschrauben runterdreht, kann Spiele wie League of Legends, Counter-Strike Go oder The Witcher 3 mit akzeptabler Bildrate spielen. Sowas geht mit einem teureren Surface-Laptop nicht. Das größte Manko des Notebooks ist die kleine NVMe-SSD mit 477 GB Speicher. Neben Windows passen da einfach nicht sehr viele Programme, Bilder, Videos und Dokumente rauf. Das 14,6 Zoll große Display zeigt Inhalte mit knackscharfen 3K. Zudem punktet es mit hoher Farbtreue und hoher Helligkeit. Zocker und Zockerinnen freuen sich über die hohe Bildwiederholungsrate von 120 Hz und den noch schnellen Bildaufbau von 13,2 Millisekunden. Ein Touchscreen würde perfekt zum Lenovo passen, der fehlt allerdings. Man kann aber auch nicht alles haben für etwas mehr als 1000 Euro. Neben der Kombi-Klinkenbuchse für Headsets sind ein Mikrofon, ein Lautsprecher und eine Webcam für Videokonferenzen verbaut. Es gibt 4 USB 3.2 Buchsen. Zwei davon sind Typ A und zwei vom Typ C. Bluetooth 5.2 und Wi-Fi 6 sind für kabellose Verbindungen und schnelles Internet auch dabei. Der Akku hält gute 7 Stunden durch und braucht zum Vollladen nur knapp 1,5 Stunden. Die Lüfter sind mit 0,1 Sohne unhörbar leise. Erst unter Volllast bemerkt man das seichte Lüftlein mit 0,6 Sohne. Der Lenovo Yoga Slim 7 Pro X verfügt über einen bockstarken Prozessor mit potentem Grafikchip und sieht äußerlich zum Anbeißen aus. Die Bildqualität des Displays ist fast tadellos und dank des starken Akkus lässt sich das Gerät auch gut mitnehmen. Etwas mehr SSD-Speicher wäre wünschenswert, aber im Hinblick auf den Kaufpreis von 1.080 Euro ist das Meckern auf sehr hohem Niveau. Insgesamt ist das Notebook wirklich klasse.